Und ich darf aufrufen, Top 51, Setzpunkt der Freien Demokraten, Reform der Grundsteuer, den Antrag, der aufgerufen wird, mit Top 81, dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE, Unterstützung der Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieter. Und als Erstes hat sich für die FDP-Fraktion Frau Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass die bisherigen Regelungen zur Erhebung der Grundsteuer in Deutschland verfassungswidrig sind. Zugleich hat das Oberste Verfassungsgericht festgestellt, dass der Gesetzgeber bis zum 31.12.2019 eine neue Regelung getroffen haben muss und sodann die alten Regelungen bis längstens 31.12.2024 angewendet werden dürfen. Der 31.12.2019 ist ein entscheidendes Datum. Bis dahin sind es noch 96 Tage und der schmilzende Rest des heutigen Tages. Es war ausreichend Zeit, um die Reform auf den Weg zu bringen. Passiert ist in Berlin und den Landeshauptstädten der Verhandlungen nicht viel. Erst Ende Juni dieses Jahres wurde in erster Lesung im Bundestag das Grundsteuerreformgesetz und der Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Es hat danach im Bundestag eine sehr umfangreiche und aufschlussreiche Anhörung stattgefunden. Der Bundesrat hat letzten Freitag Stellung genommen. Und bei alledem, es mehren sich zu Recht kritische Stimmen zum Reformgesetz. Auch die Hessische Landesregierung hat zuletzt Änderungen angemahnt. Finanzminister Schäfer spricht in der FAZ vom 19. September vom Spiel mit dem Feuer. Das klingt fast so, wie auch der ganze Artikel, als teile der Finanzminister einige Punkte unseres Antrags. Denn auch wir Freien Demokraten schauen mit Sorge nach Berlin. Für uns vollführt Herr Scholz nicht nur ein Spiel mit dem Feuer, das Ganze ist schon eher ein Tanz auf dem Vulkan. Für den Oktober, wie geht es weiter im Endspurt? Für den Oktober sind die zweite und die dritte Lesung im Bundestag angedacht. Und danach muss der Bundesrat noch entscheiden. Eine fristgerechte und erfolgreiche Reform der Grundsteuer sollte im Interesse von uns allen sein. Uns treibt die Sorge für den Fall des Scheiterns um. Die Grundsteuer, werte Kolleginnen und Kollegen, ist eine wichtige Einnahmequelle unserer Kommunen. Für Hessen geht es dabei jährlich um 1 Milliarde €. Und gelingt es nicht, bis zum 31.12.2019 eine verfassungsrechtlich tragfähige Lösung zu finden, würden diese Einnahmen ab dem 01.01.2020 unseren Kommunen fehlen. Die Grundsteuer ist eine wichtige Säule der Finanzierung der Kommunen. Jeder weiß das hier. Es werden umfangreiche, vielfältige Angebote vor Ort, übrigens für alle Bürger, unterhalten, geschaffen und ausgebaut. Infrastruktur, kulturelle Einrichtungen, Schwimmbäder. Und weil alle Bürger, also im Übrigen auch Mieter, von diesen Angeboten in unseren Kommunen profitieren, muss die Umlagefähigkeit der Grundsteuer erhalten bleiben. Werte Kolleginnen und Kollegen, unser Antrag, den wir mit eingereicht haben, umfasst drei wesentliche Punkte. Erstens die Ablehnung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur künftigen Erhebung der Grundsteuer. Werte Kolleginnen und Kollegen, das von der Bundesregierung vorgelegte Modell ist ein sogenanntes Kostenwertmodell.
Dieser wertabhängige Ansatz immer wieder zu überprüfen, ist in sich angelegt bürokratisch, ungerecht und vor allen Dingen ein Mietturbo. Gerade für den Ballungsraum Rhein-Main führt dies zu einem noch höheren Druck auf den Wohnungsmarkt. Der Bundesgesetzgeber, übrigens bestätigt auch in den Anhörungen, geht von einem zusätzlichen Personalbedarf in der Finanzverwaltung von bis zu 3.000 Stellen aus. Wir halten das für den absolut falschen Weg. Zweitens, und das liegt uns Freien Demokraten neben der Frage des richtigen Modells sehr am Herzen, die Forderung oder besser Unterstützung der Landesregierung, sich für die Länderöffnungsklausel einzusetzen und im Bundesrat seitens der Landesregierung sich für die entsprechende Änderung des Grundgesetzes einzusetzen. Es ist ja gut, dass die Große Koalition sich auf eine Änderung des Grundgesetzes verständigt hat und somit eine Länderöffnungsklausel ermöglicht hat. Länder können damit ein abweichendes Modell zur Erhebung der Grundsteuer verfassen. Aber man schaue genau in die riesigen Papierberge. Durch die Festschreibung im Entwurf des Grundsteuerreformgesetzes, dass die Optionsländer gleichwohl eine Berechnung nach dem Bundesgrundsteuergesetz durchführen müssen, wird die Länderklausel ehrlich gesagt ad absurdum geführt. Weil was bedeutet das in der Praxis? Dass neben dem einfachen, schlanken und bürokratiearmen Modell, was sich ein Bundesland eventuell überlegt, die Finanzverwaltung zusätzlich das Scholz'sche Bürokratiemonster umsetzen muss. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie soll man das den Bürgerinnen draußen, den Bürgerinnen und Bürgern erklären? Es gibt im Grunde genommen zwei Kassenbons dann für die Grundsteuer, nicht nur eins wie bisher, sondern zwei und entsprechend intensiv erhoben. Oder will man vermeiden, dass die Länder diesen Weg gehen, gegebenenfalls subsidiär ein eigenes Modell zu entwickeln? Man kann sich das fragen, und das ist auch keine faire Verhandlung. Das war ein wesentlicher Punkt gewesen. Aber wenn man diesen Punkt Länderöffnungsklausel derart sozusagen aushöhlt mit der Verbindung der Schattenrechnung, fragt man sich, wie fair wird da verhandelt. Werte Kolleginnen und Kollegen, es werden viele Modelle mit verschiedensten Facetten zur Grundsteuererhebung diskutiert. Wir Freien Demokraten in Hessen plädieren für das sogenannte Flächenmodell, welches sich allein an der Fläche des Grundstücks orientiert. Damit hätte man eine bürokratiearme Art der Erhebung, und gleichzeitig würden Mieter bei den Nebenkosten nicht weiter belastet, wie beschrieben bei dem Scholz-Modell. Und drittens, dritte Säule unseres Antrags, wir wollen vorsorgen. Sollte das Gesetzgebungsverfahren, das ich vorhin zeitlich skizziert habe, wo man schon merkt, das könnte eng werden, wir Freien Demokraten wollen, dass Hessen vorbereitet ist für diese Situation. Mit einem Landesgrundsteuergesetz würden wir eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer schaffen. Dies sozusagen als Vorsorge oder man könnte auch sagen als Sicherheitsnetz gedacht. Denn sollte auf Länderebene in der sehr schwierigen Situation die Länderöffnungsklausel bis zum 31.12.2019 dann doch verabschiedet wird in der beschriebenen Form, wäre die Beschlussfassung über ein Landesgrundsteuergesetz bis zum 31.12.2019 nicht notwendig. Man hätte es aber. Und das ist unser Prä. Hessen muss handlungsfähig bleiben. Die Situation, dass am 1. Januar 2020 gar nichts vorliegt. Das muss das gemeinsame Ansinnen sein, dass das auf alle Fälle vermieden werden muss. Und deshalb soll die Landesregierung im Oktoberplenum einen Gesetzentwurf vorlegen. Denn wir sind der Meinung, wir hatten ja auch zuletzt sehr intensive Erfahrungen, starke Heimatstraßenbeiträge, was da für ein Apparat dahinter ist,
der Bedeutung der Sache der Grundsteuer angemessen, bedarf es eines ordnungsgemäßen parlamentarischen Beratung mit der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände, der Sachverständigen, auch auf Länderebene. Wie könnte ein kluger hessischer Weg aussehen für den Fall des Falles? Oder vielleicht finden wir eh, unser hessischer Weg ist der gescheitere. So etwas sollte man nicht im Hauruck-Verfahren im Dezemberplenum. Wir haben noch genau zwei Runden, deshalb unsere Initiative. Denn der Landtag tagt nochmals Ende Oktober und im Anfang Dezember. Die Zeit drängt also. Wir sollten nicht erst ein eventuelles Scheitern abwarten, werte Kolleginnen und Kollegen. Dafür ist die Grundsteuer für unsere Kommunen zu wichtig. Und noch haben wir die Möglichkeit, zu agieren, nicht auf irgendwelche Notsituationen rund um die Feiertage zu reagieren. Das ist der Impuls unseres Antrags. Wir bitten Sie um Zustimmung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nun darf ich Frau Arnold von der CDU nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, Frau Schardt-Sauer, der Beginn meiner Rede ist sehr, sehr ähnlich und deckt sich auch mit den Worten, die Sie gefunden haben. Sie haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts angesprochen. Sie haben erläutert, dass die Bundesregierung den Auftrag hat, bis zum Ende des Jahres eine Grundsteuerreform vorzunehmen. Sie haben auch erwähnt, dass bis 2024 das Ganze umgesetzt werden muss. Das hört sich zwar noch weit weg an, ist es aber nicht. Dafür ist das Thema viel zu wichtig. Die Kommunen in Hessen nehmen durch die Grundsteuer jährlich gut 1 Milliarde € ein. Und damit ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen unserer Kommunen. Und um die finanzielle Stabilität der Kommunalhaushalte nicht zu gefährden, braucht es die Grundsteuer. Sollte es jedoch keine Einigung auf ein Reformmodell auf Bundesebene geben, besteht die Gefahr, dass sie bald nicht mehr erhoben werden darf. Und es ist somit von höchster Dringlichkeit, dass sich die beteiligten Akteure auf eine neue Regelung einigen und die Grundsteuer als eigenständiges Finanzinstrument der Kommunen erhalten bleibt. Ich glaube, soweit sind wir d'accord. Wichtig ist dabei eine möglichst einfach umsetzbare Neuregelung, die zeitgleich das Steueraufkommen sichert, Eigentümer und Mieter aber nicht unangemessen belastet. Hierzu haben sich CDU und GRÜNE auch in ihrem Koalitionsvertrag bekannt. Die aktuelle Debatte, die wir erleben, zeigt, dass die Meinung über die Ausgestaltung der Grundsteuerreform doch sehr gespalten ist. Die FDP plädiert beispielsweise für eine wertunabhängige Erhebungsmethode, die sich allein an der Fläche bemisst. Das sogenannte Scholz-Modell hingegen, welches sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren in Berlin befindet, bezieht auch den Marktwert mit ein. Die Uneinigkeit der Verhandlungspartner ist letztlich ursächlich für die Intensität der laufenden Debatte und damit auch der Grund, weshalb das komplette Verfahren so stockend und auch so schwerwiegend verläuft. Nach dem aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens wird nunmehr eine Länderöffnungsklausel anvisiert. Allerdings erfordert die Einführung einer Länderöffnungsklausel eine Grundgesetzänderung. Diese können Bundesrat und Bundestag bekanntlich nur mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. Die Stimmen von CDU und SPD im Bundestag reichen hierfür leider nicht aus. Für das Vorankommen des Gesetzgebungsverfahrens sind die Kommunen, die letztlich die Hauptleidtragenden einer auslaufenden Grundsteuer ohne Neuregelung wären, somit auch auf die lösungsorientierte und verantwortungsbewusste Mitarbeit der GRÜNEN und der FDP im Bund angewiesen. Wir hoffen daher sehr, dass die Gespräche, die momentan fraktionsübergreifend in Berlin stattfinden, dazu führen, dass sich FDP und GRÜNE dem Gesetzentwurf, der ja die Öffnungsklausel enthält, anschließen. Ich möchte betonen, und dabei gibt es ja überhaupt keinen Dissens, Deutschland steht hierbei unter enormem Zeitdruck. Gerade deswegen und im Hinblick auf das schwierige Verfahren ist es doch kontraproduktiv, wenn einzelne Länder jetzt mit einem eigenen Gesetzgebungsverfahren starten. Insofern ist es für mich und für meine Fraktion unverständlich,
dass die FDP in Hessen mit ihrem Antrag versucht, die bereits schleppenden Verhandlungen weiter zu erschweren. Unsere Kommunen sind finanziell darauf angewiesen, dass der Gesetzgeber hier für eine Sicherung der wichtigen Einnahmequelle sorgt. Anstelle also mit einem spaltenden Antrag vorzupreschen, sollten alle Akteure an einem Strang ziehen, um die auf Bundesebene ausgehandelte Einigung in Gesetzesform zu gießen. Und nach einem Beschluss in Berlin können wir in Hessen in Ruhe analysieren, ob wir uns dem Scholz-Modell anschließen wollen oder ob wir ein eigenes Modell in einem separaten Gesetzgebungsverfahren erarbeiten und verabschieden wollen. Würde die Hessische Landesregierung, Frau Schardt-Sauer, nun ein Gesetz auf den Weg bringen, wäre das aus unserer Sicht ein fatales Signal in den Bund und würde die Einigungsversuche zusätzlich erschweren. Die FDP ist daher vielmehr dazu aufgerufen und herzlich eingeladen, die eigenen Kollegen in Bund und Ländern dazu zu bewegen, sich dem Kompromiss anzuschließen und so den Weg für eventuelle eigene Landesregelungen freizumachen. Alles andere wäre letztendlich verantwortungslos gegenüber den Kommunalhaushalten und damit auch für die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Die FDP spricht sich in ihrem Antrag nicht nur für einen eigenen Gesetzentwurf aus, sondern fordert darüber hinaus eine Einbringung eines solchen bis zum nächsten Plenum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, selbst wenn es vor dem Hintergrund der beschriebenen Situation inhaltlich sinnvoll wäre, so etwas zu tun, so wäre es rein formell doch kaum durchzuführen. Denn die einzuhaltenden Formalien eines Gesetzgebungsverfahrens für ein Regierungsgesetz machen eine Einbringung eines Entwurfs in rund 4 Wochen nahezu unmöglich. Weiterhin kann Hessen nicht einfach ein eigenes Gesetz auf den Weg bringen. Hierfür benötigt es ein Freigabegesetz des Bundes, da es den Ländern erst ermöglicht, eine eigene Regelung zu treffen. Und eine solche Freigabe liegt nicht vor. Da dies den Kolleginnen und Kollegen von den Freien Demokraten mit Sicherheit bewusst ist, fragt man sich schon, was für ein Kalkül hinter einem solchen Antrag steckt. Es ist und bleibt völlig unverständlich, weshalb die Freien Demokraten zum jetzigen Zeitpunkt versuchen, Öl ins Feuer zu gießen, um ihr Bild noch einmal aufzunehmen und gesellschaftlich wichtige Verhandlungen zu. Frau Annett, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schardt-Sauer zu. Entsprechend werden wir den Antrag der FDP, Sie haben es sich wahrscheinlich gedacht, ablehnen und plädieren stattdessen für eine kompromiss- und lösungsorientierte Haltung der Akteure am Verhandlungstisch in Berlin. Und ich möchte zum Schluss abschließend unserer Landesregierung und vor allem unserem Finanzminister Dr. Thomas Schäfer und seinem Team herzlich für ihren Einsatz hinsichtlich einer Kompromissfindung danken. Sie zeigen, dass es ihnen um Ergebnisse und das Wohl der Kommunen geht und nicht um politisches Ränkeschmieden. Hoffen wir, dass diese Haltung viele Nachahmer findet. Herzlichen Dank. Herr Schalauske von den Linken ist als Nächster dran. Ich bitte Sie, nach vorne zu kommen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich die Vorbemerkung machen, Frau Kollegin Arnold, Sie haben sich jetzt so ein bisschen die Sorge gemacht. Die FDP fordert von Ihnen, ein Gesetz vorzulegen in relativ kurzer Zeit. Ich will einmal daran erinnern, wir haben ja jetzt gerade jüngstens die Diskussion um das Gesetz Starke Heimat Hessen gehabt. Das haben Sie auch relativ schnell vorgelegt. Da haben Sie sich von der Landesregierung sogar noch helfen lassen. Und als das alles auch noch nicht so richtig geklappt hat, hat die Landesregierung Ihnen noch ein Gutachten besorgt. Also wenn Sie denn wollen würden, dann würde das schon gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen.
Grundsätzlich finde ich es auch nicht unbedingt ein Öl ins Feuer gießen, sondern eine gute Sache, dass wir hier heute auf Antrag der FDP über die Reform der Grundsteuer diskutieren. Wir haben das bereits im Haushaltsausschuss schon einige Male anhand von Berichten des Finanzministers getan. Und ich glaube, da das ein sehr wichtiges Thema ist, steht es uns auch gut an, dass wir das hier und heute im Hessischen Landtag machen. Ich will jetzt wenig. Frau Schardt-Sauer hat vieles gesagt und auch Frau Arnold zu der Frage, dass es formal notwendig ist, bis zum Ende des Jahres zu einer Reform der Grundsteuer zu kommen. Das hat das Bundesverfassungsgericht so vorgesehen. Dazu will ich gar nicht mehr viel sagen. Ich will aber auch unterstreichen, dass wir die Grundsteuerreform deswegen dringend brauchen, weil sie dafür sorgt, dass die Kommunen in einigen Jahren auch weiter die Grundsteuer erheben können. Und die Grundsteuer ist für die Kommunen eine ganz große Einnahmequelle, um wichtige kommunale Aufgaben zu finanzieren, den Bürgerinnen und Bürgern soziale Leistungen zur Verfügung zu stellen, sich um öffentliche Infrastruktur zu kümmern, Straßen, Nahverkehr, Schwimmbäder und vieles mehr. Deswegen wollen auch wir, dass die Kommunen die Grundsteuer weiter erheben können. Aber der Kompromiss zur Grundsteuerreform, den die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, der wird unseren Anforderungen nicht gerecht, aber er spiegelt ein bisschen den Zustand der Großen Koalition ganz gut wider. Weil weder kann man sich so richtig sauber exakt für ein sachgerechtes Modell entscheiden, noch gelingt es leider, überhaupt bundeseinheitliches Recht zu schaffen. Man muss so ein bisschen denken, um eine Polemik auch an der Stelle noch einmal einzubauen. Das Einzige, was die Koalition von CDU, CSU und SPD noch so richtig zusammenhält, das ist die Sorge vor einem nächsten und neuerlichen Wahltermin. In der Sache scheint da nicht mehr so viel zusammenzupassen. Aber vielleicht kommt ja noch einmal Bewegung in die SPD. Für die Grundsteuer heißt das nichts Gutes. Die Große Koalition hat sich von Bayern erpressen lassen. Und es droht eine Entwicklung, in der theoretisch jedes Bundesland die Grundsteuer unterschiedlich regeln kann. Und ob nun ein Modell, ob das dazu führt, dass die Grundsteuer ausgerechnet in Bayern gerechter ausgestaltet wird als im Rest der Republik, das wage ich doch zu bezweifeln. Und deswegen wird es Sie kaum wundern, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass wir Ihren Antrag auf eine Unterstützung der Kleinstaaterei, wie sie die CSU fordert und auch möglicherweise jetzt durchgesetzt hat, das ist nicht das Modell, das wir bevorzugen. Das machen wir nicht mit. Wir wollen keinen weiteren Wettbewerbsföderalismus im Steuerrecht, sondern wir wollen Regelungen für gleichwertige Lebensverhältnisse in der gesamten Bundesrepublik. Und, Frau Kollegin Schardt-Sauer, wenn Sie sich anhand des aus unserer Sicht unzureichenden GroKo-Modells überlegen, dass das möglicherweise einen Stellenaufwuchs in den Finanzverwaltungen bedeutet, dann überlegen Sie bitte einmal, was ein Wettbewerbsföderalismus und verschiedene unterschiedliche Grundsteuergesetze in den Ländern für das Personal in den Finanzverwaltungen bedeuten würden. Das müssen Sie, glaube ich, berücksichtigen. Das haben Sie hier an der Stelle nicht ausreichend getan. Ich habe auch wenig Glauben daran, dass Ihre Fantasie, die Fantasie der FDP, dass ein Flickenteppich bei der Steuergesetzgebung dazu führen würde, dass die Steuern überall sinken würden. Das wäre ja möglicherweise auch Ihre Hoffnung. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich habe eher den Eindruck, Sie wollen damit zwar versuchen, dass Ihre Steuersenkungspolitik oder Ihre Steuersenkungsvorstellungen in Politik umzusetzen, aber die Öffnungsklausel bietet vor allem die Möglichkeit, die Grundsteuer noch ungerechter zu gestalten, als es bisher der Fall ist. Und Ihr Antrag ist ja dafür auch ein gutes Beispiel. Denn Ihre Fraktion ist auch ganz ihrer ideologischen Programmatik der Meinung, die Steuern auf Sozialwohnungen die sollen genauso hoch sein wie die Steuer auf Luxuswohnungen. Ich finde das ungerecht. Wer in Luxuswohnungen in begehrten Lagen wohnt, der sollte auch mehr Steuern zahlen. Starke Schultern sollen mehr tragen als schwache. Das muss auch bei der Grundsteuer gelten. Deswegen, wir als LINKE hätten uns eine Grundsteuerreform gewünscht, in der im Vordergrund gestanden hätte, dass eine Besteuerung bei der Grundsteuer am tatsächlichen Wert der Immobilien sich orientiert. Wir hätten auf ein Wertmodell gesetzt, frei nach dem Motto Rabatte den Hütten,
Steuern den Palästen. Ich finde, eine Grundsteuer, die sich an den Markt- oder Verkehrswerten orientiert hätte, die hätte auch zu einer gerechteren Bemessungsgrundlage geführt. Sie hätte außerdem noch einen ganz anderen Vorteil gehabt, ein Thema, mit dem wir Sie hier immer wieder gerne beglücken. Ein anderer Vorteil wäre gewesen, dass sie als Grundlage einer Vermögenssteuer deutlich besser geeignet gewesen wäre als das jetzige Modell. Und da haben wir auch einen großen Dissens zum Finanzminister. Er wünscht sich ein Modell, mit dem man niemals eine Vermögenssteuer erheben kann. Das wünscht sich die FDP auch. Wir wollen es anders. Wir wollen eine Vermögenssteuer durch die Vordertür, um im Bild der Antragsteller zu bleiben, und eben nicht durch die Hintertür oder wie das Finanzministerium gar nicht. Wir wollen eine Vermögenssteuer, und die Reform der Grundsteuer bietet die Chance, auch dafür die Grundlagen zu legen. Und dann nehme ich sehr interessiert zur Kenntnis, dass wir damit im Moment nicht die einzige im Hessischen Landtag vertretene Partei sind, die über so etwas wie eine Vermögenssteuer diskutiert. Allein bei der Grundsteuer hat sich die Bundesregierung und die sich sie tragenden Parteien leider anders entschieden. Was jetzt aber ansteht, sind ganz praktische Fragen. Bisher haben alle Beteiligten immer erklärt, dass sie die Grundsteuerreform nicht dafür nutzen wollen, die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu belasten. Darüber besteht, glaube ich, auch hier im Haus Konsens im Gesamtaufkommen. Das Problem bleibt aber, dass es zwangsläufig zu Verschiebungen kommen wird. Und nur weil wir uns einig sind, dass das Aufkommen insgesamt nicht steigen soll, kann praktisch niemand garantieren, dass nicht Einzelne zukünftig mehr Grundsteuer zahlen müssen und dass das nicht unbedingt gerecht ausgestaltet sein wird. Und deswegen komme ich noch zu dem Thema unseres Antrags, den wir hier ins Verfahren einbringen konnten. Wir haben das Problem mit den steigenden Mieten in den Großstädten im Rhein-Main, aber auch in hessischen Universitätsstädten und anderswo. Und wenn nun die Grundsteuer aufgrund der Reform ansteigen wird, dann wird es gerade diese Menschen zusätzlich belasten, obwohl es ja gerade die Mieter sind, die nichts vom Ertragswert, der ja die Berechnungsgrundlage werden soll, haben werden. Deswegen wollen wir, dass die Grundsteuer nicht mehr auf die Mieter umgelegt werden kann. Das finden wir deutlich gerechter. Und wir befinden uns da in guter grüner Gesellschaft. Die grüne Bundestagsfraktion bezieht diese Position, die Fraktionen in Berlin und Thüringen. Es gibt eine Bundesratsinitiative vom rot-grün regierten Berlin, das vorsieht, die Umlagefähigkeit zu streichen, um die Mieterinnen und Mieter zu schützen. Und wir wollen heute mit unserem Antrag, den wir auch heute abstimmen lassen wollen, gerne das Zeichen setzen, dass Hessen sich dieser Initiative anschließt, um die Mieterinnen und Mieter im Rahmen der Grundsteuerreform zu schützen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn sich die Fraktion der GRÜNEN gemäß ihrer Freunde in Berlin da auch anschließen würde. Ich zitiere nur einmal den grünen Justizminister aus Berlin. Weil Eigentum verpflichtet, müssen die Eigentümer die Grundsteuer tragen. Ich finde das eine ziemlich gute Auffassung von dem Kollegen. Natürlich braucht es weitere wohnungspolitische Maßnahmen über Mietendeckel, Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Wohnungsbaugenossenschaften. Das haben wir hier an anderer Stelle diskutiert. Aber kommen wir zurück zur Grundsteuerreform. Sie wird zu Verwerfungen vor Ort führen. Und deswegen müssen wir sie so ausgestalten, dass der Übergang zu einem neuen System von den Menschen akzeptiert wird, vor allem von den Menschen mit geringem Einkommen, und dass die nicht überall überproportional draufzahlen. Die Abschaffung der Umlagefähigkeit der Mieten, so wie sie vom Bundesland Berlin, von den GRÜNEN, von Teilen der SPD und der LINKEN vorangetrieben wird, die wäre ein richtiger Schritt. Das könnten wir heute und hier im Hessischen Landtag deutlich machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner ist der Abg. Warnecke für die Fraktion der SPD. Herr Kollege Warnecke, Sie haben das Wort. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Und es begab sich zu der Zeit, als jeder Mann und jede Frau seinen Grund oder ihren Grund und seine Häuser oder ihre Häuser schätzen lassen sollte. Und da strömt mit Papier und Stift die hochmögenden Schätzerinnen und Schätzer aus. Und siehe da,
Die wussten 35 Millionen Grundstücke mit oder ohne Bauten sowie Felder und Wiesen mit bis zu 30 Faktoren zu bewerten. Und sie konnten dies ohne digitale Erfassungs- und Rechenmaschinen. Und sie schufen vor mehr als 50 Jahren die Grundlagen für die Grundsteuer. Und wir führen hier Debatten, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung das ganz einfach machen müssen, weil das alles nicht hinzukriegen ist, weil das alles zu komplex ist. Wohlgemerkt, damals gab es 30 Faktoren. Da hat man genau geguckt, ob das Haus ein Lehmgefacherhaus ist oder nicht, ob das Haus als Hohlziegelhaus gebaut wurde oder nicht, ob es aus Beton gebaut wurde oder nicht, ob es Klinker waren oder nicht. Das alles ist damals gemacht worden. Und das kriegen wir heute garantiert nicht hin. Das ist jedenfalls der Tenor, den wir allenthalben hören, indem man sagt, es muss ein ganz einfaches Modell sein, ganz einfach im Zeitalter der Digitalisierung, weil das ja so kompliziert zu erfassen ist. Und es werden Zahlen von Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten genannt, die wir dringend brauchen, obwohl wir uns alle einmal fragen müssen, gerade von Herrn Schalauske angesprochen, die Mieterinnen und Mieter, sind denn die Daten nirgendwo vorhanden? Werden Mieten in Deutschland nicht mehr versteuert? Wird die Grundlage dessen, auf was die Miete gründet, wird das gar nicht erfasst, wie viel Quadratmeter das ist, wo das Haus liegt? Und spielt das alles keine Rolle? Hätten wir schon einmal die Mieten erfasst? Werden Häuser in Deutschland und Grundstücke gar nicht verkauft, vererbt? Wird das nicht irgendwie steuerlich berücksichtigt? Wird nicht mit Anzeigen auch dafür geworben? Gibt es keine Übersicht? Gibt es das alles in unserem digitalen Deutschland? Nicht. Nein, gibt es nicht. Man muss nur in entsprechende Internetseiten mal gucken. Das gibt es sehr wohl, aber es gibt es anscheinend nicht, wenn wir diskutieren. Das gibt es alles gar nicht. Wir haben da eine Blackbox und wissen nichts. Wir haben allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns als Bürgerinnen und Bürger, die befürchten, dass sie mehr bezahlen müssen. Das ist sozusagen die Frage, die am Ende dahinter steht. Wird es dazu kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr zahlen müssen? Nach dem, was wir hier im Lande Hessen jedenfalls informell vereinbart haben, soll es so sein, dass keine Kommune anschließend mehr Grundsteuersumme erhält als vorher. Also geht es um eine Verteilung innerhalb der Kommune. Soweit würden dann die meisten sagen, na ja, wenn das innerhalb der Kommune für die Kommune von mir aus weiterhin 300.000 € geben soll, ist das ja für einen großen Teil relativ egal. Die rechnen sogar damit, weil sie nicht die teureren Häuser haben, nicht die teureren Wohnungen haben. Im Übrigen mal an Herrn Schalauske, also dass jetzt diejenigen, die nicht so viel haben, in den Hütten leben sollen und diejenigen, die haben, in den Palästen, ist auch eine neue Forderung der Linken. Ich dachte immer, wir wären für Paläste für alle. Aber das nur nebenbei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn denn das gilt, was allenthalben von allen im Landtag vertretenen Parteien doch wohl vertreten wird, nämlich zu sagen, das Grundsteueraufkommen der einzelnen Kommune darf nicht steigen, dann haben die Kommunen untereinander ein Problem, anschließend bei der Kreis- und Schulumlage wegen des Nivellierungshebesatzes. Aber das muss uns hier im Moment nicht interessieren, wie das Land dann darauf reagiert. Aber wir haben jedenfalls kein Problem, vielen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, die Grundsteuer dürfte eigentlich zumindest nicht steigen. Das ist aber im Moment gar nicht Gegenstand der Diskussion, sondern offenkundig ist Gegenstand der Diskussion, wer auf Bundesebene für irgendwas schuld ist. Und es wurde ja schon der Name von Herrn Scholz genannt, in mehreren Redebeiträgen. Und so getan, als wenn die Frage der Neuregelung der Grundsteuer etwas ist, was sich nun ausgerechnet die SPD hat einfallen lassen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es einmal einen sehr geschätzten Bundesfinanzminister, jedenfalls in der Öffentlichkeit, namens Schäuble, der im Jahre 2014 ausdrücklich sich nicht an die Grundsteuer gewagt hat, weil er nicht in Haftung genommen werden wollte für irgendeine Regelung und gesagt, die Länder seien doch gefragt. Ich will damit nur sagen, das Thema ist nicht 2014. Und es gab davor ein Urteil des Bundesfinanzhofes. Es ist nicht eine Thematik, die uns seit gestern berührt, sondern seit vorgestern. Und die bisherigen Bundesregierungen sind daran gescheitert. Es hätte übrigens auch noch eine Option gegeben für die FDP. Man hätte ja auch die Große Koalition vermeiden können, wenn man einfach in Berlin hätte regieren wollen. Aber stattdessen hat man ja die Regierung weggeschmissen, um sich jetzt darüber zu beschweren, dass etwas geregelt werden muss, wo man nicht dabei ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu dem anderen Vorwurf, der aus unserer Sicht auch ein bisschen billig ist, gleichwohl wir in Berlin auch mit der CSU koalieren, wir sind uns dessen bewusst und auch der Querschüsse der CSU bewusst. Es ist doch wohl so gewesen, dass weder die CDU noch die SPD an einer bundeseinheitlichen Regelung kein Interesse hatten, sondern sie hatten ein hohes Interesse daran.
Und es gibt einen Koalitionspartner, der sowohl, ich darf das so sagen, Herr Staatssekretär Dr. Worms, nach dem, was Sie im Haushaltsausschuss Sie oder Herr Finanzminister Dr. Schäfer kundgetan haben, ist doch in der Regel Bayern die Institution gewesen, um mal ein Bundesland zu bezeichnen, das sozusagen seinen eigenen Weg gehen wollte. Und die überwiegende Mehrheit der Bundesländer, die ja für die Kommunen dort agieren, waren sich eigentlich einig. Und insofern sollte man hier auch keine mehr aufbauen, dass es an Bundesfinanzminister Scholz oder der Sozialdemokratie hängt. Es hängt wieder einmal an der CSU. Und die ganze Kompliziertheit, über die Sie zu Recht gesprochen haben, liebe Frau Schardt-Sauer, nämlich zu sagen, dass ja möglicherweise auch noch das Grundgesetz geändert werden muss, hat nur einen und trägt nur einen Namen, die CSU. Und wir könnten ja vielleicht mal einen Augenblick gemeinsam darüber nachdenken. Vorhin hat die Kollegin Arnold darauf hingewiesen, dass das für Hessen eine gute Milliarde ausmacht, ob das reiche Land Bayern nicht vielleicht auch sagt, dann schaffen wir doch angesichts der Komplexität die 1,5 Milliarden oder wie viel das in Bayern ausmacht, ab, geben den Kommunen das Geld, und damit haben wir die Kommunen in Bayern entlastet von der unsäglichen Debatte, die wir immer wieder hören, wir ja auch in Hessen, wie hoch ist die Grundsteuer, was bedeutet das, wie hoch sind die Sätze. Man darf ja auch da mal spekulieren. Vielleicht hatten die Bayern gar kein Interesse mehr an der Grundsteuer, zumal in Bayern in weiten Regionen die Grundsteuer, wenn sie vergleichbar wäre in Deutschland, vergleichbar wäre und mal gewusst würde von vielen Bürgerinnen und Bürgern, was da mittlerweile Grund und Boden kostet, und unser ehemaliger Kanzlerkandidat, Berliner Bürgermeister, regierender Bürgermeister, auch in München Oberbürgermeister, Dr. Hans-Jochen Vogel, das war nicht ganz unwichtig, hat ja immer schon davor gewarnt, dass Bodenpreise, die so exorbitant steigen, sich auch mit Problemen im Weiteren fortsetzen, was beispielsweise den Mietwohnungsbauansatz anlangt. Und man hätte dann in ganz Deutschland natürlich mal klargestellt, wie die Situation ist. Und vielleicht würde das ja dazu führen, dass wir uns in vielen Dingen auch einig wären, zu sagen, da muss ich was dran ändern. Und vielleicht hat Bayern ja genau daran kein Interesse, aus ideologischen Gründen, mal offenzulegen, wie es in Bayern aussieht. Und deshalb finde ich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herrn Scholz vorzuwerfen, dass er im Rahmen des Länderfinanzausgleiches darauf besteht, dass die Grundsteuer in Deutschland vergleichbar sein muss, um im Rahmen des Länderfinanzausgleiches auch angerechnet zu werden und Bayern dann immer noch machen kann, was es will. Die wollen ja nur den Boden besteuern. Das, finde ich, ist eine legitime Forderung. Das ist doch das Problem der Bayern und nicht das Problem der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, was wir da zu kritisieren haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befürchten, dass eine Menge politischer Spiele im Moment mit dieser Grundsteuer geführt wird und dass eines am Ende allerdings nicht sein darf, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich höher belastet werden. Wir können aber allesamt, die wir hier sind, nicht versprechen, dass nicht einzelne Bürgerinnen und Bürger, egal welches Modell wir wählen, am Ende eine höhere Grundsteuer als jetzt bezahlen. Zu dem Modell der LINKEN. Lieber Herr Schalauske, natürlich haben einige den Vorschlag aufgegriffen, zu sagen, warum zahlt eigentlich nicht die Grundsteuer der Grundeigentümer, und zwar nicht der Mieter. Nun wissen wir alle, dass das perspektivisch in die sogenannte Kaltmiete einfließen wird, selbstverständlich. Ja, und wenn man dann die Grundsteuer möglicherweise senkt, wird selbstverständlich nicht nur die Gefahr, sondern die reale Praxis sein, dass deshalb die Miete nicht sinkt. Deshalb denken Sie einfach noch einmal darüber nach, ob das, wir haben dazu noch keine Anhörung gemacht und so, aber ob das tatsächlich der Königsweg ist, es einfach nur so zu sagen, oder ob es nicht möglicherweise gerade im ländlichen Raum ein Pferdefuß wäre, wo wir dann perspektivisch vielleicht tatsächlich mal dazu kommen, die Grundsteuer wieder deutlich zu senken und dann die Hausbesitzer sagen, ja, warum soll ich jetzt, das ist ja die Kaltmiete, warum soll ich meine Kaltmiete senken? Im Übrigen erhöht es den Mietspiegel, wenn das dort einfließt, und zieht natürlich nach, dass dann, das hat Herr Finanzminister Dr. Schäfer auch schon mal erläutert, zieht natürlich nach, dass das Mietniveau deshalb steigt. Und zwar nicht das der Nebenkosten, sondern das der Hauptkosten. Das ist ja erstmal die Kaltmiete. Also ich wäre vorsichtig zu sagen, dass es der Königsweg ist. Wir wollen es nicht per se ablehnen, aber wir sollten noch einmal ernsthaft darüber diskutieren und nicht einfach sagen, das ist die Lösung aller Probleme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir setzen darauf, dass in Bayern Einsicht einkehrt. Und wir setzen darauf, dass wir eine bundeseinheitliche Grundregelung haben. Und wir setzen darauf, dass die Grundsteuer nicht abgeschafft werden wird. Denn das wäre die größte Katastrophe für die Kommunen. Und ich wüsste auch nicht, wie die Bundesländer mal eben 15 Milliarden € aufbringen könnten, um die Grundsteuer zu substituieren für ihre Kommunen, die zwingend darauf angewiesen wird. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Glück auf. Vielen Dank fürs Wasser. Ja, danke gleichfalls. Herr Warnecke, können Sie noch ein Momentchen zu mir kommen? Ah, das hatte die Kollegin schon vermutet. Ich wollte nur fürsorglich sein. Dankeschön. Ja, ein fürsorglicher Präsident, ganz genau.
Ja, ich empfinde mich natürlich selbst als Abgeordneter als Lobby der Abgeordneten. Wir müssen uns aufeinander kümmern. So, jetzt kümmern wir uns um die nächste Rednerin. Das ist die Kollegin Dahlke für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Frau Dahlke, Sie haben das Wort, und zwar für ganze 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört. Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass die geltenden Regeln zur Erhebung der Grundsteuer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das ist jetzt 17 Monate her, und es bleiben nur noch 3 Monate, bis die vom Gericht gesetzte Frist für eine Neuregelung verstrichen ist. Wenn die Grundsteuer ab 2020 nicht mehr erhoben werden könnte, würden den Kommunen in Deutschland rund 14 Milliarden € jährlich fehlen. Das kann niemand wollen. Was ich also allen voran sagen will, bis Ende des Jahres muss eine Lösung gefunden werden, damit die Grundsteuer weiter erhoben werden kann. Und das muss auf Top 1 der Prioritätenliste stehen. Bisher wird die Grundsteuer in den westdeutschen Bundesländern, also auch bei uns in Hessen, erhoben, indem die Grundstückswerte von 1964 berücksichtigt werden. Natürlich haben sich die Werte seitdem in unterschiedlichen Gebieten ganz anders entwickelt, weshalb es nun an der Zeit ist, sich auf ein neues System zu einigen. Wie wir bereits gehört haben, basiert der nun vorliegende Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Scholz auf einem wertabhängigen Kostenmodell. Je wertvoller ein Grundstück, desto höher die Grundsteuer, vereinfacht gesagt. Eine Alternative, für die sich die hessischen Freien Demokraten einsetzen, wäre ein reines Flächenmodell. Für mich ist es nicht gerecht, wenn Grundstücke ausschließlich nach der Größe der Fläche besteuert würden, weil dann ihre Lage und ihr Wert komplett außer Acht gelassen würden. Bei gleicher Grundstücksgröße würde eine Villa in bester Innenstadtlage genauso besteuert wie ein altes, unsaniertes Haus im ländlichen Raum. Dass die Freien Demokraten das Wertmodell in ihrem Antrag ungerecht nennen, weil es zu einer höheren Steuerbelastung für die BesitzerInnen wertvoller Grundstücke führen würde, finde ich schon eine ganz schön interessante Definition von Gerechtigkeit. Wo man bei der Ausgestaltung eines Wertmodells aufpassen muss, ist natürlich, wie der Wert berechnet wird. Scholz hat vorgeschlagen, die Netto-Kaltmiete, die Grundstücksfläche, die Immobilienart und das Alter der Gebäude zu berücksichtigen. Zu dem vorliegenden Entwurf hat die Hessische Landesregierung Änderungsanträge eingebracht mit dem Ziel, das Gesetz zu vereinfachen. Und in 8 von 9 Fällen haben diese auch eine Mehrheit mit den anderen Ländern gefunden. Die gehen also jetzt als Änderungsanträge ins Verfahren. Ein Beispiel ist, ob man das Baujahr wirklich erheben muss oder nicht. Die große Kunst ist nun also, einen guten Mittelweg zu finden zwischen einer möglichst genauen Bewertung und einem nicht zu hohen Aufwand, die Daten zu erheben und den Wert zu berechnen. Ich finde, Hessen hat hier konstruktive Vorschläge gemacht, und ich freue mich, dass die anderen Länder das auch so gesehen haben. Was ich sehr begrüße, ist übrigens auch, dass genossenschaftlicher und sozialer Wohnungsbau in dem Scholz-Modell steuerlich begünstigt werden sollen. Damit das Gesamtaufkommen der Grundsteuer unter dem Strich über alle Grundstücke hinweg nicht mehr wird, sollen in der Umsetzung die Kommunen die Hebesätze so anpassen, dass diese Rechnung aufgeht. Dann werden zwar einzelne Grundstücke mehr, andere weniger besteuert. Insgesamt bereichert sich der Staat aber nicht an der Grundsteuerreform, sondern die Reform soll aufkommensneutral erfolgen. Und das ist, finde ich, erwähnenswert und auch hilfreich in der Debatte. Also, wir sehen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Grundsteuerreform reformiert werden könnte. Was jetzt aber auch auf dem Tisch liegt, um die ganze Sache noch etwas zu verkomplizieren, ist ja die Länderöffnungsklausel, die nur über eine Änderung des Grundgesetzes zu machen ist. Die Länder können dann also von der Bundesregelung abweichen und ihre eigene Berechnung machen, was ja besonders auf Druck der CSU hin umgesetzt werden soll. Ich finde, das ist keine besonders gute Idee. Denn der administrative Aufwand, mehrere Systeme parallel zu verwalten, ist enorm. Das gilt auch für uns in Hessen. Abmildern könnte man die Problematik damit, dass sich wenigstens die Länder mit ähnlichen Vorstellungen zusammenschließen. Am besten wäre es aus meiner Sicht aber gewesen, eine komplett bundeseinheitliche Regelung zu erreichen. Applaus
Und wo ich schon beim administrativen Aufwand bin, ein Aspekt ist bei der Länderöffnung ganz besonders herauszuheben. Das haben wir eben auch schon kurz angesprochen. Das ist die Auswirkung auf den Länderfinanzausgleich. Wir haben gehört, so ein bundesstaatlicher Finanzausgleich muss natürlich auf einer bundeseinheitlichen Regelung berechnet werden. Finanzschwache Länder sollen ja keinen Nachteil daraus haben, dass andere Länder sich einen Sonderweg leisten. Wir stehen hier vor einer besonders kniffligen Aufgabe, weil es ja nahelegt, dass die gleichen Daten von allen Ländern benötigt werden. Man müsste sozusagen eine Schattenrechnung aufmachen, bei der alle Länder zusätzlich zu dem, wie sie die Grundsteuer eigentlich berechnen, noch einheitliche Daten liefern können, die dann für den Länderfinanzausgleich berücksichtigt werden. Wenn man jetzt sagt, das habe ich so vernommen, das ist ja schon ziemlich ungerechtfertigter Mehraufwand, dann brauchen wir aber eine Bemessungsgrundlage, die für alle fair, weitestgehend einheitlich und gleichzeitig praktikabel ist. Und ich hoffe sehr, dass dazu schnellstmöglich eine Einigung auf Bundesebene erzielt wird. Zum Abschluss möchte ich sagen, ich gehe davon aus, dass eine Einigung zustande kommt und eine Neuregelung mit Länderöffnungsklausel bis Ende des Jahres im Bundesgesetzblatt steht. Die Forderung der Freien Demokraten, dass die Landesregierung ein eigenes Landesgrundsteuergesetz bis zur nächsten Plenarwoche vorlegen soll, ist völlig unrealistisch und formal gar nicht möglich, weil wir so schnell gar keine Regierungsanhörung mehr organisiert bekommen. Und deswegen und auch wegen seinen fachlichen Schwächen werden wir den Antrag ablehnen. Ja, Sie fordern aber kein Fraktionsgesetz in Ihrem Antrag. Nicht zustimmen werden wir auch dem Antrag der LINKEN, denn, und hier komme ich auch auf mein Eingangsstatement zurück. Frau Dahlke, warten Sie bitte einen Moment. Es ist sehr unruhig. Ich bitte Sie ein bisschen mehr nicht ein bisschen mehr, sondern viel mehr Aufmerksamkeit der Rednerin zu schenken. Danke. Und dann ist auch nicht mehr so lang heute. Also noch mal ein bisschen. Also nicht zustimmen werden wir auch dem Antrag der LINKEN, denn hier komme ich auf mein Eingangsstatement zurück. Die Zeit für die neue Regelung wird wirklich sehr knapp. Mitte Oktober steht die zweite und dritte Lesung im Bundestag an. Dann kennen wir hoffentlich endlich die Entscheidung. Und der mühsam gefundene Kompromiss sollte jetzt nicht noch durch neue Vorschläge gefährdet und das Fahren nicht noch weiter verzögert werden. Daher ist also mein Appell, meine Bitte an die zuständigen BundespolitikerInnen und Mitglieder des Bundesrats, denkt an die Kommunen, die sich den Wegfall der Grundsteuer nicht leisten können. Bitte blockiert nicht die Grundgesetzänderung, denn dann hätten die Länder wieder Zeit, Zeit, die wir nutzen müssen, um eine gerechte und praktikable Grundsteuerreform umzusetzen. Vielen Dank.